Unterwegs und hoffe, dass ich die Zeit nutzen kann, um in die richtige Wettkampfverfassung zu kommen. Denn bisher habe ich alles dafür getan, total negativ eingestimmt zu sein. Das fängt an bei meinen Radschuhen, die hier unglaublich stinken. Ich kriege da den Geruch irgendwie nicht mehr raus. Ich muss mal gucken, ob es da nicht irgendwie ein Spray gibt. Oh, penetrant. Dann hat die Morgentoilette heute nicht so geklappt. Ich bin viel zu spät dran. Also ein bisschen unter Stress, habe dann alle Sachen irgendwie nur noch so zusammengehauen und wie immer nicht sicher, ob ich alles dabei habe. Ja, und ein bisschen Kopfschmerzen. Gestern die Pre-Race-Einheiten haben sich auch unglaublich schwer angefühlt. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch die Nachwehen der Impfung sind. Also irgendwie vom Kopf her echt 100% negativ eingestellt. Optimal, deswegen werde ich jetzt schauen, dass ich mich irgendwie noch mal ein bisschen hier berappeln kann. So von den Zielen will ich auf jeden Fall diesmal den Fokus auf Schwimmen legen. Ich will da jetzt keine Bestzeit schwimmen, aber das war doch sehr unterdurchschnittlich beim letzten Mal, obwohl da ging es mir nur darum, überhaupt die Strecke zu schaffen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich da ganz klein wenig anziehen kann. Und Fahrradfahren und Laufen ist mir jetzt relativ egal. Da ist es, glaube ich, wirklich sehr davon abhängig, wie ich dann mental drauf bin, wie viel Bock ich eigentlich habe im Moment. Ja, leider gar nicht so viel. Aber egal, jetzt fahren und hoffen, dass ihr die Good Vibrations sich einstellen und alles noch gut wird. Das Schöne diesmal bei der Strecke ist, man muss nicht mitzählen. Also sowohl Schwimmen, Radfahren und Laufen, alle sind immer nur jeweils eine Runde. Und beim Radfahren muss ich ein bisschen schauen. Das scheint doch für Brandenburger Verhältnisse relativ hügelig zu sein, dass ich da dann bei den Anstiegen nicht zu sehr über meine FDP rübergehe. Mittlerweile bin ich angekommen und von der Staffel oder der Mountainbike-Distanz oder was auch immer das hier ist, komme schon erst ins Ziel, kann ich hier noch ein paar Eindrücke einfangen und dann mache ich mich aber auch frisch und fertig. Hier kommen schon die nächsten. Genau das ganze Chaos, aber ihr seht, der Wettkampf liegt hinter mir und ja, ich probiere jetzt mal so ein paar Eckdaten nochmal zusammenzufassen, wie es gelaufen ist. Das Dumme ist, es gibt noch keine offiziellen Ergebnislisten und ich habe ein bisschen chaotisch aufgezeichnet, aber dazu gleich mehr. Die Hinfahrt hat auf jeden Fall nochmal ganz gut getan, den ganzen Rennverlauf im Geiste nochmal vor sich her zu beten und konnte ich mich ein bisschen darauf einstellen. Ja, trotzdem war ich hier irgendwie ein bisschen schlapp, habe mich jetzt nicht so richtig heiß gefühlt und bin auch beim Schwimmen ganz nach hinten gegangen. Ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf Drängelei und so weiter. Und habe aber diesmal beim Schwimmen es geschafft, mich an die Leute ranzuhängen. Also ich glaube, ich bin da im Pulk ganz gut mitgeschwommen. Und dadurch lief es eigentlich auch besser als vor 4 Wochen war das, glaube ich. Und ich bin mit 32 Minuten ungefähr aus dem Wasser gegangen. Da hat sich der große Nachteil der Apple Watch gezeigt, dass nämlich, wenn das Display ein bisschen nass ist oder die Finger nass sind, ich konnte die Uhr nicht stoppen. Also die ist weitergelaufen, weil ich dann auch auf dem Rad da irgendwie nicht groß rumfummeln wollte. Dachte ich mir, egal. Also es war die längste Schwimmstrecke, die ich jemals aufgezeichnet habe. Über 40 Kilometer. Ja, und das muss ich mir dann zu Hause nochmal genau angucken. Und wie gesagt, die Ergebnislisten sind noch nicht online. Insofern habe ich da jetzt auch keine Rückschlüsse. Dann der Wechsel lief eigentlich ganz gut. Für meine Verhältnisse relativ schnell. Und ich habe dann aber auf den ersten Metern auf der Radstrecke gemerkt, dass irgendwie ich nicht ganz so die Power hatte wie bei der letzten olympischen Distanz.
vielleicht lag es auch an der Strecke, die so ein bisschen hügelig war, aber allein von den Wattwerten habe ich gemerkt, da komme ich nicht drauf und das hat sich dann auch so durchgezogen und zwischendurch musste ich dann echt ganz schön, ja, den Willen anstrengen, dass ich da die richtigen Watt dann auch auf die Pedale bringe. Im Schnitt muss ich gleich nochmal nachgucken, war es aber viel weniger, als glaube ich möglich gewesen wäre. Heute war nur das möglich und ja, was hinzukommt ist, was ich eigentlich sehr schön finde, die Strecke war sehr, sehr leer. Also ich glaube, es sind insgesamt 120 Leute gestartet und man ist nur eine Runde gefahren und es haben sich nirgendwo so Pulks gebildet. Also ich habe auf der Radstrecke nur ganz wenige andere Radfahrer gesehen und so konnte man eigentlich schön für sich fahren. Das finde ich sehr cool, aber zwischendurch hat man auch gar keinen gesehen und dann ja, muss man sich halt einfach gut motivieren, dass man da am Ball bleibt. Da finde ich es dann doch einfacher, wenn ich vorne jemanden sehe, dass ich mir denke, okay, da bleibe ich dran oder ich probiere den einzuholen oder irgendwas. Dann hat man irgendwie nochmal so ein bisschen Feedback mitten auf der Strecke. Wie gesagt, ganz schön hügelig, gerade bergab wurde es dann auch teilweise richtig schnell und ein bisschen böig war es auch. Also da dachte ich manchmal schon so huiuiui, aber es ging alles noch, war alles im grünen Bereich. Ich war froh, dass es nicht nass war, sonst wäre es glaube ich nochmal ein bisschen ja, schwieriger geworden und wenn man dann nicht so super routiniert ist wie ich, der auch noch gar nicht so lange auf dem Rad sitzt, dann hat man da glaube ich schon ein paar Nachteile. Und dann der zweite Wechsel lief für meine Verhältnisse auch ganz gut. Ich habe immer noch Schnürsenkel dran, muss immer noch meine Schuhe schnüren, aber mein Gott, das sind wahrscheinlich auch nur 3-4 Sekunden. Und dann ging es auf die Laufstrecke, die war zum Glück sehr schön schattig, weil es war doch ganz schön warm heute. Ging durch den Wald, aber natürlich dann auch mit dem Nachteil, dass es sehr wurzelig ist und das habe ich dann auch bei ungefähr Kilometer 5 zu spüren bekommen. Einmal richtig, richtig fies umgeknickt, das war schmerzhaft und ja, bin ein bisschen vorsichtiger weitergelaufen, aber das hat sich zum Glück alles ganz gut eingespielt und nichts Ernsthaftes und das war dann nach einem Kilometer dann auch schon wieder vergessen. Auch die Laufstrecke war ein bisschen hügelig, da war es dann zwischendurch manchmal anstrengend, es gab so ein paar sonnige Abschnitte, aber wie gesagt, sehr, sehr viel auch zum Glück im Wald, das tat ganz gut. Ja, und auch der Lauf war ein Kampf. Also ich dachte so, ja okay, ich könnte vielleicht so eine 4,20er Pace laufen, aber ich lag öfter dann drüber, 4,30, manchmal auch 4,40. Und auch hier beim Laufen war es so, dass man fast alleine für sich gelaufen ist, was ich auch ganz schön finde, dass man nicht ständig irgend so ein Schnaufen neben oder hinter sich hat. Aber auch hier fehlt dann so der Motivationskick, ah, da vorne läuft jemand, da gehe ich irgendwie ran. Ein paar Leute konnte ich überholen. Einer hat mich auch überholt. Ja, und so habe ich mich dann irgendwie ins Ziel gekämpft. Verpflegung hat auch super geklappt. Also ich habe diesmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten vorm Schwimmen nochmal ein Gel genommen, ein bisschen was getrunken und habe dann auf der Radstrecke meine 3 Gels in der Gelflasche mit Wasser eigentlich auch fast komplett ausgetrunken. Das war ganz gut. Am Anfang habe ich erstmal nur Wasser getrunken, habe ich auch gemerkt, ja, die Atmung ist noch viel zu unruhig. Genau, und dann halt kurz vorm Wechsel oder so 10 Minuten vorm Wechsel der letzte Schluck nochmal aus der Pulle. Und dann habe ich mir ein Gel zum Lauf mitgenommen und da waren ungefähr alle 2,5 Kilometer Verpflegungsstationen und da habe ich bei 2,5 Kilometer ein halbes Gel gelutscht und dann bei 7,5 die andere Hälfte und zwischendurch immer Wasser trinken, ein bisschen Wasser rübergekippt und so. Ja, das passte eigentlich ganz gut, das hat gut funktioniert. Also Schwimmen, hatte ich gesagt, glaube ich, waren ungefähr 32 Minuten. Auf dem Rad waren es, glaube ich, 59 noch was. Ich habe jetzt die Wechsel aber nicht dabei und Laufen war, da habe ich auch zu spät dann gestoppt. Ich war so platt im Ziel. Müsste auch so ungefähr 41, 42 Minuten sein. Platz wurde manchmal beim Laufen zwischendurch angesagt. Das ist, glaube ich, Platz 28 oder 27, was es jetzt in meiner Altersklasse ist. Keine Ahnung, gucke ich nochmal nach, blende ich hier nochmal ein und ja, insofern, also es war cool, nochmal einen Wettkampf gemacht zu haben. Ich war heute nicht super motiviert, aber es hat Spaß gemacht, trotz allen Leidens und das war jetzt halt der letzte Wettkampf vor Frankfurt. Ja, und genau, also Schwimmen gibt mir Hoffnung, es geht irgendwie, da komme ich jetzt doch besser durch, als ich dachte. Und ja, auch nochmal in Bezug auf das letzte Video, welche Wattzahl soll ich beim Ironman treten?
Also 210 Watt denke ich auch völlig unrealistisch. Ich denke mal, ich werde eher so wahrscheinlich um die 180 anpeilen. Dann werden es wahrscheinlich im Schnitt eher 170 werden. Damit fahre ich, glaube ich, ganz gut. Aber ich werde auf jeden Fall oder warte dann noch Antwort zu meinen Werten. Da interessiert mich natürlich schon, wie die alle so einzuschätzen sind. Hier auf dem Kanal wird es jetzt wahrscheinlich auch ruhiger, weil jetzt steht Urlaub an und da muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich da dieses umfangreiche Training überhaupt unterbringen kann. Irgendwie wird es schon gehen oder ich mache ein paar Abstriche, aber mein Ziel ist natürlich wirklich damit Spaß den Ironman in Frankfurt zu machen und dass es am Ende nicht eine allzu große Qual wird und ja, also ich sag mal, wenn ich die Gehpausen beim Marathon dann auch noch ein bisschen genießen kann, dann habe ich für mich alles richtig gemacht und ja, insofern mal gucken, wann das nächste Video kommt. Auf jeden Fall wie immer euch gutes Trainieren und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.